wir müssen einfach zur kenntnis nehmen der wegfall der grenzkontrollen hat nicht nur annehmlichkeiten gebracht wie zugegebenerweise natürlich der bequeme reiseverkehr vielmehr erleichtern natürlich diese offenen grenzen die illegale zuwanderung internationale kriminelle organisationen haben ein leichtes spiel europaweit zu agieren und die unerwünschten nebenwirkungen wir kennen sie alle nur wir realisieren sie leider gottes zu wenig in diesem haus sind aufgebrochene wohnungen ausgeräumte häuser gestohlene autos reger menschenhandel. verschärft hat sich die lage natürlich durch die durchlässige türkisch griechische grenze alleine zweitausendelf dreihunderttausend illegale die in die europäische union hereingekommen sind. vor diesem hintergrund war es natürlich höchste zeit dass hier gehandelt wurde von den innenministern und ich verstehe die hysterischen aufschreie in diesem hause durchaus nicht. nun zu frau kommissarin. frau kommissarin malmström wenn sie vor diesem hintergrund der dreihunderttausend illegalen einwanderer alleine aus südosteuropa behaupten dass flüchtlingsströme in europa keinesfalls eine bedrohung der öffentlichen sicherheit darstellen dann weiß ich nicht wo sie leben mit welchen bürgern sie kontakt haben. aber ich lade sie herzlich ein kommen sie in die regionen in mein heimatland österreich dort werden sie bürger kennenlernen die betroffen sind die alles andere sind als populisten die aber sorgen und berechtigte sorgen haben.